MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom PS 2015 Battle zur Legende Modus und wir spielen heute wieder gegen Leicester City oder FC. Diesmal im Dingenskirchen Cup, hier FA Cup, oder ist es Capital One? Nee, FA Cup, ne? Wir spielen hier wieder zu Hause oder heute mal zu Hause, ich weiß nicht, ob es letztes Mal auch so war. Ich weiß nicht, ob die Namen der Stadien schon bearbeitet wurden, ich glaube aber nicht. Und es gibt ja jetzt inzwischen, glaube ich, auch wieder diesen Stadion-Editor. Das heißt, in Zukunft wird man eventuell sogar die Möglichkeit haben, die ganzen Stadien nachzubilden. Bin auf jeden Fall sehr stark gespannt, ob wir uns hier heute und in Zukunft sehr schön zurechtfinden werden in der originalen Premier League. Und ja, ich hoffe, euch wird es gefallen. Gerne lasst den Daumen nach oben da. Ah, okay. Gut, da hungert der Ball. Boah. Okay, Ecke. Wunderbar. So, bei der Ecke natürlich auch immer anfordern. Boah, Volley abgezogen. Sehr, sehr schön. Ah, bricht sich da so ein bisschen Oberschenkel, Halsknochen und so weiter. So, also hier, Urteilo. Richtig drauf gehen, ordentlich hier Gewinne machen. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Mhm. Auf, komm, 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 hol die dir. Sehr gut. Viel zu hoch. Wie soll ich den denn kriegen? Ja, aber der war auch natürlich auch schwierig dann da abzugeben. Okay. Wieder hier in der Mitte ein bisschen aufhalten. Ich hoffe natürlich heute wieder drauf, Tore zu machen. Weil das ist alles spitze für unsere Erfahrungspunkte. Wie geil. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Das muss man sich anschauen. Alter Schwede. So, erstmal hier den Ball abgefangen. Super gut. Sehr, sehr schön. Und jetzt kommt der Ball. Ich sag hier, her, her, her. Ja, ja, ja. Torwart merkt es. Und irgendwie den Ball mit der Schulter angenommen, über den Torwart drüber und Tor. Volley versenkt. Naja, Volley. Naja, wie auch immer. 1-0. Super, also ich kann mich super freuen. Hier unsere Nummer 24 hat den Ball zugespielt. Ach. Ja, versuchen rechtzeitig zu stören. Anspielstation dicht machen. Rauf da, rauf da. Sehr, 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 sehr gut. Immer richtig Druck machen. Oh, okay. Jetzt kommt da der Gegenschlag. Achtung. Und Treffer versenkt. Übel. Also der hätte nicht sein müssen. Der freut sich definitiv. Ja, der Winkel war schon krass, wie er den reingemacht hat. Aber hätte man nicht durchlassen müssen. Ärgerlich. Jetzt müssen wir natürlich wieder das schaffen, ne? Hier wieder nach vorne zu kommen. Führungstreffer und so weiter. Haben wir aber auch bisher immer ganz gut geschafft. Ah, nicht zu früh immer hier den Ball fordern. Auf da bitte. Oh Mann, 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 oh Mann. Ja, am besten gleich nochmal ein Tor. Das kann nicht sein. Daneben. Und ihr seht, nach 21 Minuten, ich bin schon halb tot. Ein bisschen Koma-Patient. Zu früh, viel zu früh gestartet und da den Ball nicht erwischt. Freunde, 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 super. Okay. Jawohl. Ah, viel zu weit nach außen, sorry. Vorteil, sagt er.
Ja. Draufgehen, immer ernsthaft draufgehen. Ganz ernsthaft. Okay. Rauf, 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 rauf. Der darf nicht durch. Sehr schön. Gut gemacht. Immer noch hier im Abseits der Urteilung. Okay, Benteke. Jetzt aber, jetzt hier. Oh, verdammt, an den Scheißposten das Ding genagelt. Angenommen und mit links. Oh. Mann, ey. Ja, war nicht schlecht. Super Hereingabe, angenommen, Spitze und bam. Das hätte ich doch sagen können. Der macht er jedes Mal. Die spielen recht auf kurz. Also war natürlich echt schwierig, das Ding anzunehmen, ne? Okay, dann musst du erstmal wieder zurückspielen. Okay. Benteke. Da wollte ich doch schießen, geh mir aus dem Weg. 35 Minuten gespielt und ich kann schon nicht mehr. Super, 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 super. Aber der Urteil ist hier im Abseits, weil ich mich zu sehr auf das ganze Geschehen konzentriere. Verliert da die Pille. Ich muss hier vorne bleiben. Ich kann mich nicht zu viel bewegen. Drauf, 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 drauf. Der darf nicht durch. Gut. Der ist auch auf dem Holzweg. Und faul. Okay, Freistoßposition ist natürlich jetzt nicht so mega optimal, aber man kann den vielleicht schon ganz gut reinschieben. Oder reinstecken. Ich muss wieder hier abwehren. Und ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie der ganze Kram funktioniert. Oh. Wieso spielt er den nicht flach? Auf mich? Wo man denn auf Abongo? Wusste es, dass er den spielt. Ärgerlich. Also ich wäre richtig gut durch gewesen. Hatte sich leider für den falschen Mann entschieden. Und ich stehe hier so ein bisschen im Abseits herum. Sehr schön. Immer rauf. Immer rauf. 1:1. Und ich kann gleich nicht mehr. Das ist dann das Blöde, weil dann kann ich nicht mehr aushelfen. Dann ist es immer sehr kritisch, ob die Mannschaft da überhaupt noch was schafft. Sofort bitte rauf. Wieder Einwurf für den Gegner. Und jetzt kommt wieder die Nummer 11. Oh shit. So. Ballbesitz für uns. Und da pfeift der Schiri erstmal ab. Ja. Ist okay. Ist okay. Schade eigentlich, dass wir das Ding hier ein bisschen nicht gemacht haben. Werde ich jetzt ausgewechselt oder nicht? Habe ich es jetzt nochmal in der Hand? Kann ich noch was machen? Ja, ich bleibe noch dabei. So, ich versuche natürlich jetzt möglichst mich zu schonen und dann in den richtigen Momenten abzusprinten. So, ich bleibe hier. Schön. Macht er lang. Okay, weg. Was? Ja, da komme ich leider nicht hin. Schade. Das war ein bisschen krass, der Einstieg da. Na gut, also bleibe ich noch? Ja, ich bleibe noch. Boah, der konnte gar nicht so schnell den Ball abspielen, wie er da umgenietet wurde. Ach komm, ey. Wir müssen hier weiterkommen. Könnte ich gleich hier rausfliegen aus dem FA Cup. Na komm. Hol ihn dir. Irgendwer. Ich komm nicht hin. Ist zu langsam. Verdammt. Zu früh gefordert? War das zu früh gefordert? Bin jetzt hier im Abseits. Achtung. So, jetzt wieder okay. Rauf da. Gut, okay, okay, okay. Schnell umschalten, bitte.
Oder vielleicht erstmal das Ganze ein bisschen ruhiger angehen. Oh, so eine Scheißpässe. Sorry, Leute, aber das kann nicht sein. In diesen Momenten, ey. Dieser Moment. Wenn du im Zug sitzt und bla bla bla. Oh, komm schon. Spiel ein bisschen mit nach vorne. Biete mich ja schon an. Ja? Mhm. Nein! Scheiße! Fuck, fuck, fuck! Ah, da dreh ich mich. Ach, Kacke! Hab nicht damit gerechnet, dass ich das mit rechts mache und jetzt bin ich raus. Nee, bin noch da. Und wieder da oben. Nee. Oh, hier haben wir unten gespielt. Dranbleiben. Ich habe halt keine Energie mehr, das ist das Doofe. Und dann verscheiße ich da diesen letzte, eine richtig gute Möglichkeit. Wo wir da richtig schön zusammengespielt haben. Komm schon, haut da die Leute weg. Fuck. Falsch entschieden. Dranbleiben, okay, wieder zurück. Super. Pille geholt. Ich muss mich hier jetzt wieder anbieten. Ja. Nein, verdammt. Ego Taldo. Ich war überlegen, gibst du noch irgendwo ab oder versuchst einfach das Schöne aus der Position abzuziehen? Da hätte man noch echt was machen können, oder nicht? Komm, bleib dran. Nicht zu viel rumlaufen. Wir brauchen jetzt die Sprintpower gleich noch. Obwohl ich eh keine Power mehr habe. Scheiße. Okay, jetzt bin ich raus. Ich bin jetzt raus. Das heißt, ich habe es nicht mehr in der Hand. Zweimal verkackt. Ja, da bin ich weg. Ach, scheiße. Na, dann gucken wir mal. Das Ding ist... Ich wollte schon sagen, das Ding ist jetzt drin. Sobald ich draußen bin, ist das Ding 100% drin. Aber vielleicht geht nach vorne noch was. So komisch ist das, ne? Zwei Spiele, 4 und 5-0 oder so gewonnen. Und dann ist der Pokal und dann spielen sie plötzlich gleich mal drei Nummern stärker. Abseits. Hm. Okay. Aber wir haben natürlich jetzt hier einen frischen Mann. Das ist immer spitze. Wenn du einen frischen Mann hast da im Sturm... Der dann so ein bisschen was reißen kann. Warum nicht? War halt auch sehr, sehr, sehr fertig. So, jetzt hier die 5 Minuten noch irgendwie nutzen. Ich weiß nicht, ist es hier mit K.O. oder ist es mit Hin- und Rückrunde oder irgendwie sowas? Ah, so richtig doof. Richtig doof. Also den hätte er ja mal ein bisschen besser spielen können. Entweder geht der richtig durch... Aber das wäre so richtig unnötig, dass er da versucht durchzugehen. Hätte er lieber versuchen müssen durchzustecken. Ah, probiert er's. Ja, ist gleich vorbei. Unentschieden. Gibt's jetzt die Verlängerung? Bin jetzt gespannt. Also die freuen sich, die feiern sich auf jeden Fall, ne? Oh, Verlängerung. Fuck. Ja, ich bin draußen aus der Verlängerung und unsere Mannschaft... Hat sich noch nicht so mit Ruhm bekleckert in diesem Spiel. Hauptsächlich ich habe mich nicht bekleckert. Da hätte ich einiges echt viel besser machen müssen und auch dürfen. Jetzt müssen wir dranbleiben und gucken, dass die den vermeintlich schwächeren Gegner irgendwie bezwingen können. Aber der Pokal hat immer wieder seine eigenen Regeln, seine eigenen Gesetze. Ja, ich kann jetzt nur zugucken, ich bin Statist. Sehr schön. Wird da durchgesteckt, aber dann eigensinnig den Ball nicht abgegeben, so wie ich das nie machen würde. Weite Flanke kommt nicht an. Ich habe das Gefühl, entweder macht Leicester
irgendwie noch, ja, ein Tor. Und es wird Elfmeterschießen geben. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass wir hier was selbst reißen können. Also bestätigen, zweite Halbzeit oder zweite Verlängerungshälfte starten. Letzten 15 Minuten und dann geht es Elfmeterschießen, ne? Und da hätte ich so gerne geschossen. Wow, das wäre echt sehr gefährlich gewesen. Sehr gut. Sehr schön. Hey! die Ventike heute nicht so wirklich gut, ne? Stellt sich da nicht so besonders gut an. Sehr gut. Ein bisschen zu defensiv, zu sicher versuchen sie es zu spielen. Okay. Ja, wunderbar. Schön. Ja, echt, ja. Letzten Minuten gibt es jetzt hier gleich Elfmeterschießen. Wenn jetzt nicht hier noch was fällt. Nein, fällt nicht. Gibt es also hier Elfmeterschießen? Ich hier irgendwas ändern? Also ich kann das sogar ändern. Witzig. Okay. Ja, okay. Warum ich das hier ändern soll, weiß ich nicht. Aber ich könnte es, ne? Schmeichel im Tor. Mein Ersatzmann, macht das oder macht das nicht? Ich weiß noch nicht, wie die Elfmeter-Dinger gehen. Ich habe es noch nicht gelernt. Zum Glück muss ich das hier nicht machen. Und das Ding ist drin. 1-0 für uns. 1-1, der Ausgleich. Nächste Chance. Weeman. Treffer drin. Ich dachte schon, das Ding geht darüber oder an die Latte. Rechts. Nein. Aber verschossen. Torwart springt rechts. Ventike, links unten. Nö, links oben, aber sehr gut. Treffer versenkt. Links unten. Mhm. Ah. Schön. Treffer. Wieder jetzt hier. Wo spielen sie hin? Wenn sie jetzt verschießen oder wir halten, dann ist super, ne? O'Brighton. Mitte. Ich sag Mitte. Nein, rechts unten. Wir springen darüber. Da fallen sie sich. Wenn wir jetzt treffen, ist gewonnen. Wenn wir jetzt treffen, ist gewonnen. Also, Westwood, hau rein. Super, damit haben wir es geschafft. Sehr schön. Wunderbar. Bestätigen. Ich habe eine 7,5. Wofür habe ich die denn gekriegt? Wofür habe ich die denn gekriegt? Hä? Also ich... ich irgendwas nicht mit... Ach ja, ich habe ja das erste Tor geschossen. Ich konnte mich da gar nicht dran erinnern mehr, weil es so lang war. Okay, alles gut. Ja, super. Man of the Match. Wunderschön. So, wir sind im Elfmeterschießen weitergekommen. Die Favoriten, sehe ich, sind auch hauptsächlich weiter. Norwich City, West Ham, okay. Chelsea 1-0 weiter, Stoke City weiter, ja. Queen's Park Rangers. Okay, also sonst, ja. Sieht okay aus. Dann haben wir als nächstes Liverpool. Sieht so aus, als hätten wir Liverpool als Gegner. Okay, warum nicht? Warum nicht? So, in ein paar Tagen ist jetzt hier wieder Premier League angesagt. Mal sehen, ob wir da spielen gegen West Brom, Albion. Bei der Startaufstellung, super. Okay, dann sage ich danke fürs Einsteigen, Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.